We perish because of lack of knowledge. Der Herr spricht in der Schrift, dass der Mensch geht zugrunde, der Mensch wird zerstört, und zwar aus Mangel an Erkenntnis. And so our freedom, it is tied to the knowledge that he dispenses to us. Und deshalb ist unsere Freiheit, und zwar abhängig von der Erkenntnis, die er uns offenbart oder zuteilt. And so God is truth. Dementsprechend ist Gott Wahrheit. So the knowledge he gives is the knowledge of truth. Ja, die Erkenntnis, die er schenkt, ist die Erkenntnis der Wahrheit. And this knowledge sets us free. Und diese Erkenntnis setzt uns frei. Because we are made, we are created, we are born out of truth. Weil wir erschaffen sind. Wir sind gemacht, wir sind geboren aus der Wahrheit. And so it can only be the truth that will set us free to be who we are. Und dementsprechend ist es nur die Wahrheit, die uns frei machen kann, nämlich das zu sein, wer wir sind. And so God is health. Dementsprechend ist Gott Gesundheit. So there is nothing which is contrary to complete and total and perfect health in God. Und deshalb gibt es auch in Gott nichts Gegenteiliges oder Widerspenstiges gegen die Gesundheit. And so God has to give to us a certain frame of mind. He has to construct within us by his spirit a certain way of seeing what he calls real. Und deshalb muss Gott in uns erst herstellen eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Haltung. Er muss durch den Heiligen Geist in uns wirken, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise sehen können. Amen. Amen. Because the way God sees is different, completely different from the way human beings sees. Denn Gottes Art und Weise zu sehen ist komplett anders als die menschliche Art und Weise zu sehen. And so our error, our problems, our difficulties lies on this discrepancy, this difference in perspective. Und deshalb unser Fehler, unser Missgeschick, da wo wir das verpassen, liegt es daran, dass wir die Dinge nicht so betrachten wie Gott. Amen. Amen. And so God has given to us in Christ the mind of Christ. Deshalb in Christus hat Gott uns die Gesinnung Christi geschenkt. And so the mind of Christ is actually, you know, the framework by which we see reality. Die Gesinnung Christi ist Gottes Art und Weise, Gottes Werk, damit wir seine Realität betrachten können. And so the mind of Christ is not different from what the Bible refers to as the Word. Ja, die Gesinnung Christi ist nicht anders als das, worauf sich die Bibel das Wort nennt. Because within the word of God, denn innerhalb des Wort Gottes is God's way of looking at things. Gibt es Gottes Sichtweise. Amen. Amen. And this is so important because if God has given to us this mind, denn das ist sehr wichtig, wenn Gott uns diese Gesinnung geschenkt hat, then we have to ask ourselves, how do we see ourselves? Dann stellt sich die Frage, wie betrachten wir uns selbst? Amen. Amen. Because the way we see ourselves will make a great difference in what we will experience. Denn die Sichtweise von uns selbst macht einen großen Unterschied, nämlich zu dem, was wir auch tatsächlich erfahren. Because there are certain bases by which we have to stand on in order for us to relate with God. Denn es gibt gewisses Fundament, worauf wir stehen, damit wir auch Gott erleben können. God has given to us all things that pertains to life and godliness. Denn Gott hat uns alles gegeben, was zum Leben und Gottseligkeit benötigt ist. Amen. Amen. He has given. Er hat gegeben. So everything that we need to have, anything that we need to experience
is available to us. Und deshalb alles, was wir benötigen, alles, was wir erfahren brauchen, stehen uns zur Verfügung. But we will never walk into the joy, into the satisfaction and the experience of them, if we can't see that they are available to us. If we can't see that on the other side of the line, which is God, he has already made it available. Und dementsprechend in die Freude dessen, was zur Verfügung steht, in den Genuss dessen, werden wir niemals kommen, wenn wir nicht in der Lage sind, zu beobachten und zu schauen, dass auf der anderen Seite der Medaille wurde schon alles von Gott zur Verfügung gestellt, versorgt. There is one great enemy of God. Es gibt einen großen Feind Gottes. One great enemy. Nur ein großer Feind. That we, you know, people easily don't take into consideration. Und dieser Feind wird von vielen gar nicht in Betracht gezogen. It's what Paul calls the carnal mind. Aber genau das, was Paulus nämlich die fleischliche Gesinnung nennt. Amen. Amen. The carnal mind is God's primary enemy. Ja, also primär ist die fleischliche Gesinnung Gottes Feind, Gottes Because Erzfeind. The carnal man dictates to us that God is a liar. Denn die fleischliche Gesinnung sagt uns, dass Gott ein Lügner ist. What he says of us is not true. Nämlich Gottes Aussage über uns stimmt überhaupt nicht. And it tries to convince us. Und diese Gesinnung versucht uns zu überzeugen. With what we experience. Nämlich durch unsere tägliche Erfahrung. With what we see others experiencing. Mit den Erfahrungen anderer. If God says you are healthy, wenn Gott sagt, du bist gesund, the carnal mind says no. Ja, die fleischliche Gesinnung sagt von wegen. Because he can back up his statement by, you know, pointing to people who are experiencing one disease and the others. Und die fleischliche Gesinnung unterstützt ihr Argument, und zwar mit den Erfahrungen von Menschen, die man mit bloßen Augen sehen kann, und sagen, guck mal, Symptome ohne Ende, also bist doch gar nicht geheilt. But what does God says? Doch die Frage lautet, was hat Gott gesagt? What is the mind of Christ communicating to us? Die Gesinnung Christi, was übermittelt uns diese? What does he see about you and I? Was sieht Christus über dich und über mich? This is what the word is communicating to us. Aber genau das kommuniziert das Wort zu uns. That God sees from the spirit. Dass Gott aus dem Geiste betrachtet. He sees you from his own plane of operation. God is not carnal. God is spirit. So when he looks at you from that plane of spirit, because he knows you primarily as a spirit. Und dementsprechend, Gott beobachtet jeden von uns aus der Ebene des Geistes. Das heißt, Gott ist nicht so wie die fleischliche Gesinnung, nämlich die betrachtet und zwar aus dem Bereich der Sinne. Nein, er kennt dich durch und durch aus dem Bereich des Geistes. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So when God looks at you, also wenn Gott dich anschaut, he looks at you through perfection. Dann sieht er dich durch die Vollkommenheit. He looks at you through completeness. Er sieht er dich durch die Vollständigkeit. He looks at you from the end. Er schaut dich und zwar von dem Ausgang an. Without default. Also ohne Fehler. Without any complication. Ohne Komplikationen. And so Paul says to us, und deshalb sprach Paulus zu uns. He says, let this mind be in you. Genau diese Gesinnung Christi soll in uns sein. Which was in Christ Jesus. Amen. He says, that is what you need to have. Aber genau das brauchst du zu haben. We all, every man that walks the face of this globe, we have been born into the carnal mind. Jeder Mensch, der wirklich auf Erden wandelt, wurde in die fleischliche Gesinnung hineingeboren. That's what it calls the fall.
Und genau das heißt der Sündenfall. We all. Wir alle. You met your parents. Ja, du hast deine Eltern getroffen. They conditioned you according to their carnal mind. Also deine Eltern, also erziehen dich entsprechend ihrer fleischlichen Gesinnung. Until one day, bis eines Tages, where you understand through the gospel, wenn du nun eines Tages begreifst durch das Evangelium, that there is another birth, dass es eine andere Geburt gibt. It calls it the new birth. Und das heißt die neue Geburt oder die Wiedergeburt. That you are born from the spirit. Nämlich, dass du aus dem Geiste geboren bist. Not the birth in which you come out of your mother's womb. Wir reden nicht von dem Körper, von der körperlichen Geburt, nämlich vom Mutterleib. No, the Nein. birth from the spirit. Wir reden von der Geburt aus dem Geist. Where you begin to see things from the spiritual perspective. Wo du anfängst, Dinge aus der geistlichen Blickwinkel zu betrachten. Amen. Amen. So, when you are born from above, wenn du von droben geboren bist, there is one important thing that happens to you and I. Also eine wichtige Sache geschieht dir und mir dabei. We have been born into the realm of equality. Nämlich, wir sind in diesem Bereich der Gleichheit hineingeboren. What does that mean? Was heißt das? That means God himself. Das heißt, Gott selber sees you equal to himself. Sieht dich gleich wie sich selbst. Amen. Amen. This has been born again. Aber genau das heißt neu geboren. Now the carnal man is so is enmity with God. He can't accept that because it is in a realm of differences of distinction. He sees from another perspective. But when you are born again, you enter into a realm of equality where God himself, the first thing he does to you is to tell you that you are not different from him. Doch die fleischliche Gesinnung ist da eine ganz andere Meinung. Die fleischliche Gesinnung zeigt Unterschiede, zeigt Spaltungen, ja, zeigt, dass Gott ist da, ich bin hier. Doch Gott selber, die erste Sache, wenn man nun aus dem Geiste geboren ist, die erste Sache, die er übermittelt, ist, dass du und er auf gleicher Ebene, auf dem gleichen Niveau seid. Amen. Amen. And so on the basis of your equality in nature and image and likeness is then established relationship. Und nun auf der Basis, auf der Grundlage der Gleichheit, Gleichheit im Bild, Gleichheit in Ähnlichkeit, wird nun die Beziehung zueinander gegründet. Amen. Amen. So everything that you can possess from God, everything that comes from him is not based on any other thing but your relationship. And so what is that relationship? It's a relationship of equality. So God making you who he says you are is not based on what you can do or what you cannot do, but is based on the fact that you are equal with him. Und dementsprechend in dieser Beziehung ist es so, dass es geht um Gleichheit. Gott macht es uns bekannt, macht dich bekannt und sagt, du, da, unsere Beziehung ist nicht basiert auf das, was du tun kannst oder nicht tun kannst, sondern es basiert darauf, dass wir auf gleicher Höhe, auf Augenhöhe miteinander sind. Amen. Amen. This is so powerful, und das ist wirklich kraftvoll. You see, with this understanding, denn mit diesem Verständnis, it progressed not only with God, but since all came out of him, you then look at your brother, your sister and every other person from that basis of equality. Denn der Punkt ist, das steigert sich. Ja, indem man nicht nur sich selbst und Gott als eins betrachtet, denn warum? Alles stammt ja aus Gott. Das bedeutet, in allem, sprich in dem Umgang mit dem Schwester, mit der Schwester, mit dem Bruder, dann geht man und zwar miteinander auf Basis der Gleichheit um. Now, this is very important. Denn Folgendes ist sehr wichtig. Because if we are established on this understanding. Wenn wir auf diesem Verständnis fundiert sind, we will live divine health. Dann leben wir göttliche
Gesundheit. Because you will have no basis for criticism, for condemnation, for unforgiveness. You know, you will begin to look at others not from the carnal mind or the carnal perspective, but you will see from the spirit perspective. And when you see from the spirit perspective, if you condemned any man, if you look at any man as a problem, then you are enmity with God. In other words, you are bearing witness, false witness against your neighbor, because that is not how he is, no matter what he's doing. So because when you stand from that perspective, you have removed the barrier that holds you from enjoying everything that is available to you, including healing. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu betrachten, dass wenn man diese Sichtweise des Geistes annimmt und wahrnimmt für sich, verinnerlicht für sich, was würde denn passieren? Also diesen, ich sag mal so, diese Neigung, diese Einstellung der Kritik, diese Einstellung des Urteilens oder des, der Verdammnis würde nicht da sein. Diese fleischliche Gesinnung würde keinen Platz finden. Denn warum? Man betrachtet alles nicht aus der fleischlichen Gesinnung, sondern aus dem Geist, so wie Gott es tut. Das bedeutet, man sieht eine Person nicht entsprechend, also nicht entsprechend ihrer Tat, sondern man betrachtet dem entsprechend Christi. Das heißt, die Person ist genauso wichtig, wie Gott einem für wichtig erachtet. Das heißt, wenn ich nun anfange, eine Person zu verdammen, zu kritisieren, zu verurteilen, was tue ich? Dann bin ich ein falscher Zeuge. Das heißt, ich stelle mich in der Position, dass ich das Zeugnis Gottes über diesen Menschen verleugne. Das heißt, ich stelle mich denn weg von dem, was Christus eigentlich über diesen Mensch, aber auch über mich gestellt hat. Amen. Amen. You see, David made a statement. David, König David in der Bibel hat eine Aussage getroffen. Psalm 107, the verse number 20. In Psalm 107, Vers 20. He says, he sent his word. Er sandte sein Wort. And healed them. Und er hat sie geheilt. And delivered them from their destructions. Und er hat sie aus der Grube erlöst. What did God send to us? Also, was hat Gott zu uns gesandt? He sent his word. Er sandte sein Wort. And his word heals us. Und sein Wort heilt uns. And his word delivered us. Und sein Wort erlöst uns. From destruction. Und zwar aus der Zerstörung. So, everything that God has. Also, alles, was Gott hat. Everything that God is, alles was Gott ist, is in his word. Gibt es in seinem Wort. You see, God creates through his word. Denn Gott erschafft durch sein Wort. God saves through his word. Gott rettet durch sein Wort. So there is nothing God does without his word. Also es gibt nichts, was Gott tut ohne sein Wort. Amen. Amen. You see, from the beginning, the Bible says that before creation, it was the Word. So creation came out of the Word. And when there was a problem in creation, what does God do? He didn't try to take another method. He still used the Word. So the Word is God's solution to bring forth that which is new and also to repair that which goes the other way. Denn der Punkt ist, vor der Schöpfung hat Gott das Wort. Während der Schöpfung schuf er durch das Wort. Und sogar als die Schöpfung in Problem geraten ist, was war die Lösung? Gott hat nicht gesagt, Moment mal, also komm, wir müssen erstmal eine Engel versammeln und gucken, was wir da machen können. Nee, im Gegenteil, er hat das Wort gesandt. Das heißt, es gibt nichts, was Gott bewirkt, ohne das Wort. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Because we are born anew. We are born into the realm of the spirit, you know, by the word. Denn wir sind von neuem geboren. Wir sind von neuem in dem Bereich des Geistes durch das Wort geboren. Amen. Amen. So when God sent his word, und als Gott sein Wort sandte, it was to
His word, the mission of his word was to go and open our eyes. Der Auftrag des Wortes war, dass das Wort bei uns ankommt und uns die Augen öffnet. That we may see. Damit wir sehen können. Who we are. Wer wir sind. Amen. Amen. Because we were in darkness. Denn wir waren in der Finsternis. In ignorance. Also in Unkenntnis. And the word of God. Und das Wort Gottes. Is light. Ist Licht. And so the word was sent. Und dementsprechend wurde dieses Wort gesandt. To lighten our darkness. Um unser Finsternis zu erleuchten. To bring us away from the ignorance of ourselves. Um uns aus der Unkenntnis von uns selbst rauszuholen. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the word did not come to condemn us. Das Wort ist nicht gekommen, um uns zu verdammen. The word did not come to criticize us. Das Wort ist nicht gekommen, um uns zu kritisieren. The word was not sent to punish. Das Wort wurde nicht gesandt, um uns zu bestrafen. The mission of the word was clear. Ja, die Mission des Wortes war ganz klar. It came to every soul as a light. Ja, das Wort kam zu jeder Seele als Licht. To bring the knowledge of ourselves that will help us to restore the relationship with God. Damit die Erkenntnis von unserem Selbst gebracht wird, damit wir auch durch diese Erkenntnis in die richtige Beziehung mit Gott hingebracht werden. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because God is everything that we will ever need. Denn Gott ist alles, was wir je brauchen werden. He is our healing. Er ist unsere Heilung. And so if we want to stay healed, also wenn wir geheilt bleiben möchten, which is our true nature, our true state of being. Und das ist unser wahrhaftige Natur, unser wirklicher Zustand des Daseins. It has to be in God. Das muss in Gott geschehen. We have to be in him. Wir müssen in ihm sein. And if we are in him, und wenn wir in ihm sind, we have to see differently. Dann müssen wir Dinge ganz anders betrachten. We have to come out of the carnal mind. Dann müssen wir rauskommen aus der fleischlichen Gesinnung. We have to cease to see our self-enmity with God. Und wir müssen aufhören, uns selbst feindlich Gott gegenüber zu betrachten. We need to cease to see others as enmity to us. Wir müssen aufhören, andere feindlich gegenüber uns zu betrachten. Amen. Amen. Because when you come to that place, denn wenn du zu diesem Ort ankommst, your true nature, deine wirkliche Natur, is revealed, wird gezeigt. You begin to experience, du fängst an zu erleben, the strength, the energy, die Kraft, die Energie, which belongs to you, was zu dir gehört. Amen. Amen. So Peter tells us, also Petrus hat uns gesagt, in 1 Peter 1, the verse 23, in 1. Petrus 1, Vers 23, it says, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Amen. Amen. So we are born again by the word of God. Also wir sind wiedergeboren durch das Wort Gottes. The word was sent to born us, to birth us again. Das Wort wurde gesandt, damit wir wiedergeboren werden. And so in the word, also im Wort, our true identity, unser wirkliche Identität, has no sickness, hat keine Krankheit, has no blemish, hat keinen Flecken. And so where is then sickness? Also wo gibt es denn Krankheit? Where is sickness? Wo ist Krankheit? Now this shows to us that sickness is not in God. Also das zeigt uns, dass Krankheit nicht in Gott ist. Diseases are not in him. Ja, Gebrechen gibt es in ihm nicht. He created us. Er schuf uns. In his nature. In seiner Natur. So our true being, also unser wirkliches Wesen, from the mind of Christ, nämlich aus der Gesinnung Christi, has no sickness, hat keine Krankheit, cannot be sick, und kann auch nicht krank sein. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now,
It actually lay bare to us, also das zeigt uns, that sickness, dass Krankheit is in the carnal mind. Gibt es in der fleischlichen Gesinnung. That is the origin of sickness. Aber genau da ist der Ursprung der Krankheit. Is in the carnal mind. Es ist in der fleischlichen Gesinnung. And so when the carnal mind is discarded, also wenn die fleischliche Gesinnung ausgelöscht ist, you begin to experience health. Dann fängst du an, Gesundheit zu erfahren. It may be as a process, das mag ja ein Vorgang sein. But it is sure. Doch das ist sicher. Because the cause has been dealt with and the effect, which are the symptoms that bears on your body, will have nothing to sustain it anymore, because the real cause of it, which is the carnal mind, the mind of the flesh, has been dealt with, you've come to discover that is not that which describes your true being, who you are, and from that perspective you begin to see yourself from the mind of Christ. Amen. From what God sees of you. Amen. And you hold on to it, and when you do so, you begin to experience health in your body. Amen. Und dementsprechend, wenn die Wurzel, nämlich der Krankheit, was die fleischliche Gesinnung ist, ausgelöscht ist, was geschieht denn? Die Auswirkung, was nur die Symptome darstellen, es ist eine Frage der Zeit. Sie verschwinden nach und nach. Warum ist es so? Weil die Wurzel nicht mehr gibt. Das heißt, man betrachtet sich nun aus der Gesinnung Christi. Man nimmt sich selbst wahr aus der Gesinnung Christi. Und was geschieht denn, wenn man das tut und da drin bleibt? Stück für Stück verschwindet alles an. Und dann fängt man an, Gesundheit. Man fängt an, Heilung zu erleben. Und nicht nur das Erlebnis davon, man bleibt gesund. So healing. Heilung also? Is so easy. Ist sehr einfach. Amen. Amen. We need to fight to also get. Heilung ist nicht eine Sache, worum man kämpfen muss, um das zu erleben. You see, we fight because we want to lay hold of healing from our carnal mind premise. You know, it is through the carnal mind thinking that it is something which is not there that needs to be laid hold of. Und der Grund, warum wir kämpfen, ist, weil wir aus der fleischlichen Gesinnung her die Heilung ergreifen möchten. Und dementsprechend denkt sich der Mensch, naja, wofür ich nicht kämpfe, die gibt es gar nicht. Also ringt man drum. Bloß der Punkt ist, aus Gottes Sicht, es ist keine Sache, worüber man kämpft, es ist eine Sache, die man wirklich ist. Amen. Amen. So it takes relaxation. Also das braucht Entspannung. It takes rest in God. Das braucht Ruhe in Gott. For you to experience divine healing. Damit du göttliche Heilung erlebst. Now, you see, there are statements that we make here, you know. What is true of him is true of you. You see, everything is already finished. You know, all these statements are wonderful, but you must understand that you can only experience what those statements says when you come to a place of rest. Mm-hmm. When you understand that, no, you cannot make these statements a reality in your life until you discard the way of looking at life, you know, from the carnal mind. So when you discard your carnal mind, then you look at it from the spiritual perspective. Amen. It is something that negates, you know, the reality of your five senses. Amen. So that is where the fight is. Und dementsprechend, es ist so, dass wenn man nun Gesundheit erleben möchte, es ist wichtig, von hinten angefangen, einfach diese fleischliche Gesinnung loszuwerden. Ja, man trennt sich, man scheidet sich von der fleischlichen Gesinnung. Wenn man das tut, bewusst, dann ist man in der Lage, sich selbst aus der geistlichen, sprich aus der Christi-Gesinnung zu betrachten. Und wenn man das tut, dann ist Heilung gang und gäbe. Denn es gibt Aussagen, die wir hier treffen, nämlich das, was wahr ist in Christus, ist wahr. Was wahr über Christus, ist wahr über mich. Das, was in ihm ist, ist auch in mir. Doch diese Aussage, damit man sie auch teilt,
tatsächlich erlebt, damit es ein tägliches Brot ist, ist es wichtig, dass man in die Gesinnung bzw. in die Ruhe Gottes hineinkommt. Und in diese Ruhe kommt man erst, wenn man die fleischliche Gesinnung los wird. Amen. Amen. The carnal mind, die fleischliche Gesinnung, looks at things from the premise of good and evil. Die fleischliche Gesinnung, wie vorhin gesagt wurde, der auch im Bereich der fünf Sinne also funktioniert, betrachtet Dinge und zwar aus der Grundlage des Guten und des Bösen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. You see, this is our problem. Aber genau das ist das menschliche Problem. We have the problem because we're looking at life from the perspective of duality. There is an opposition to that which is true, to that which is good, to that which is healthy. There is an opposition. There is always something that fights against another. This is the nature of this realm. This is the nature of carnality, is that there is always an opposition. But when you are born again, born of the Spirit, you are elevated away from the realm of carnality, which is death, into the realm of life, which is resurrection. You have been resurrected, raised from that realm, and now you see from the perspective of oneness, of equality. So when you look from that perspective, there is no opposition, where you can only see health, you can only see riches, you can only see blessing. And this is the place that God has brought us in, because Paul himself, he made a statement. He says, whatever we are preaching, which is not based on the resurrection, then our words are empty. So whatever you hear from the pulpit that comes from the word of God must carry the element of the resurrection, must carry the element of the Spirit, so that you will not live again from the plane of duality, but from equality. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass nämlich das ist das menschliche Problem, Dinge zu betrachten und zwar aus dieser Dualität zweierlei. Ja, wenn es Positive gibt, sicherlich gibt es irgendwo Negative. Wenn es reich gibt, dann gibt es irgendwo Armut. Wenn es krank gibt, dann gibt es irgendwo Gesundheit. Und genau das ist nicht Gottes Betrachtungsweise. Er hat uns hier aus dieser Ebene, dieser irdischen Ebene, dieser fleischlichen Ebene, er hat uns da rausgeholt. Wodurch? Durch die Auferstehung. Das heißt, wir sind nun von Neuem geboren. Wir sind erhoben worden, und zwar zu dem Bewusstsein, dass wir Dinge nicht aus der Dualität betrachten, sondern aus der Gleichheit, aus dem Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass was auch immer wir hören aus dem Kanzel, was auch immer wir hören aus der Schrift, es muss, nämlich wenn wir sagen, wir hören das Wort Gottes, es muss die Auferstehung beinhalten. Denn warum? Es ist die Auferstehung, die uns das ermöglicht, das Leben Gottes auch inne zu haben. Und Leben Gottes bedeutet, man sieht Dinge aus der Sicht Christi. Man sieht Dinge aus der Gleichheitsposition. Man sieht Dinge aus dem Leben. Und deshalb ist es wichtig, damit wir aus diesem Gut und Böse rauskommen, müssen wir unser Bewusstsein, und zwar mit Absicht, auf die Gesinnung Christi einstellen. When Jesus Christ walked on the face of the earth, als Jesus Christus auf Erden gewandelt ist, he looks at what the world from the carnal perspective calls adultery. He looks at a woman that was caught in the act of adultery, and he says unto this woman, after a lot of deliberation with the Pharisees, he says, I condemned you not. Why will he not condemn this woman in the act of this carnal, you know, depravable thing? Because he did not see from that perspective. He did not see from that realm. He saw a gold. He saw somebody of value. He saw from the spirit realm. And this is the challenge that we all have. Because it's like, oh, but Pastor, that person is so bad. You know, how can it be that I will bypass the action of this person and see into the spirit? You know. This is what Christianity is all about. Welcome to the club. Until you are born
born again and you are settled in heaven, you will begin to see from that perspective. And when you see them in their true identity, you pull them into walking in their identity. Amen. It's not when you show to them their carnality that they will change. Amen. They may not do it in front of you, but when they are, you know, concealed from you, that is what they will do it in multiplication. Amen. Amen. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass als Jesus auf Erden gewandelt ist, das findet man in Johannes 8 vor, nämlich er hat nämlich jemanden, er hat die Frau, die in dem Ehebruch ertappt ist, fragt sich ja, wo der Mann ist, aber ist egal, und dementsprechend ist es so, dass er hat diese Frau gesehen und sie nicht verdammt. Ja? Frau, du bist nicht verdammt. Ich verdamme dich nicht. Warum nicht? Er hat nicht ihre Tat gesehen, sondern er hat gesehen, wer sie wirklich ist. Aber genau das heißt Christ sein. Wenn ich anfange, Menschen nach ihren Taten zu beurteilen, das fragt sich nur noch, wer meine Taten irgendwann mal entdeckt. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn ich so sein möchte, wie Christus vorgesehen hat, geplant hat für mich, dann muss ich weit über die Taten sehen, dann muss ich das Gold in dem Menschen entdecken, dann muss ich Gott in dieser Person sehen und so bin ich auch in der Lage, diesen Menschen nämlich für Gott zu gewinnen. Und nicht, wenn ich die Menschen nur noch ihre Fehler aufzeigen, du bist dies, du hast das getan, da, 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 und dann teilweise gibt es auch Gerede, sag mal, Pastor, hast du das nicht gesehen? Also wirklich, das musst du doch gesehen haben. Der Punkt aber ist, in Christus wird man nicht nach dem Fleisch gesehen, wird man nicht nach dem Fleisch betrachtet, sondern nach dem Geist. Das heißt, man sieht den Gott in der Person und erst dann ist die Person in der Lage, sich selbst zu ändern. Jesus saw this man on the cross. Jesus sah diesen Räuber am Kreuz. He was a thief. Also er war ein Dieb. And Jesus said, und da sprach today Jesus, you will be with me in paradise. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. What did he do? Was hat er getan? He was a thief. Der Mann war ein Dieb. Carnally. Und zwar fleischlich gesprochen. From the carnal perspective, he is a thief. Aus der fleischlichen Blickwinkel ist er ein Dieb. Jesus said, you'll be with me in paradise. Doch Jesus sagt, du wirst mit mir heute im Paradies sein. Carnally speaking, Lazarus was already a tomb. He was in the tomb. He was already dead. Jesus said to Mary, he is sleeping. Ja, also menschlich gesprochen, ja, also irdischen Blickwinkel, und zwar in Johannes 11, da war Lazarus schon nicht nur tot, der war schon am Stinken. Der war schon am Stinken und Jesus sagt zu ihm, der schläft. Now we're taking Christ, right, as example. Also wir nehmen doch Christus als Beispiel, oder? Let's see how he sees people. Also lass uns genau seine Blickwinkel auf Menschen betrachten. Amen. Amen. He never operated from the carnal mind. Jesus hat niemals, und zwar aus der fleischlichen Gesinnung, gewirkt. He came as the word of God, not to condemn. He came not to criticize. He came not to punish. He came not to certify us in our problems. He came so that we may see our true nature in him and understand our worth, so that we may flow effortlessly in the realm in which we are. He came to reveal the omnipotence of God. Amen. That beside God there is no other power. Oh, there is no power of sickness beside God. There is no power of poverty. So when you see God as he is, where is sickness? You can't see God and sickness. You see but health, because that is the true nature of God and it is reflective in us. Amen. Amen. And Amen. So you flow in your healing. Amen. Jesus ist gekommen, um nicht zu kritisieren, zu verurteilen, zu richten, um den Menschen, ich sag mal, in seiner Misere einfach mal noch mehr fertig zu machen. Nein, dafür ist er nicht gekommen. Er ist gekommen, damit der Mensch sein wirkliches Selbst erkennt. Er ist gekommen, damit der Mensch den Christus in sich entdeckt, indem man auf Christus schaut. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn wir so wandeln, wenn wir unsere Gesinnung ändern und die Gesinnung Christi annehmen und zu eigen machen. Was geschieht denn mit uns? Wir sind in der Lage, so wie Christus zu sehen und so wie er auf Erden gewandelt ist. Menschen konnten sich nur, die konnten nur noch sich hingeben. Warum? Weil sie haben sich selbst in ihrer Wirklichkeit entdeckt.
Amen. Amen. Let this mind be in you. Lass diese Gesinnung in dir sein. Which was also in Christ Jesus. Die es auch in Christus Jesus gibt. Amen. Amen. Und deshalb Glory ist es, be to God. Ehre sei Gott. Und deshalb ist es wichtig zu sehen auch, dass wenn wir so denken, in Gesundheit zu wandeln, es wird kein Wettkampf sein. Es wird leicht sein. Es wird in Ruhe, sich in Ruhe zu begeben sein. Amen. Amen. So God is here. Gott ist anwesend. Now, before you even came here, God was already here. Also bevor du, ich sag's in meinen Worten, bevor du auf Erden eingetreten bist, ist Gott schon da. To our lovely charismatic brother, it seems not to be so, because they have to call him first. They have to bring him into the place, so that they feel him before they attest to the fact that God is there. No. You don't come to a place before him. He is the first. Jesus is the Alpha and the Omega. He is the first. Before anything, he started. Amen. Even sickness, he first tasted sickness before you. Amen. Amen. Even in your poverty, he tested before you. Amen. So he is first before any other thing. Mm-hmm. So we need to come to that place where we know that we have come to where God has already settled. He Amen. Has settled in our lives. He has settled in everywhere we go. And so when you live in a relationship with him, Amen. In a fellowship with him, and you feel him. The more you drink of God in every moment, you begin to see the effect in your body. Amen. You begin to see the effect in your emotions. You begin to see the effect in everything that you do. Amen. Amen. Also für unsere charismatischen, pfingstlichen Geschwister, ja, die auch gerne zuschauen, man denkt immer, man muss Gott immer einladen. Ne? Gott ist so eine Art, was weiß ich, so ein VIP, den musst du erstmal einladen, sonst kommt er nicht. Ja? Also wenn der Siebener nicht vorfährt, gar nicht. Aber das ist genau der Trugschluss. Das ist genau der Trugschluss, dass nämlich Gott war schon zuerst da. Bevor es überhaupt irgendjemand gibt. Das heißt, bevor du das Problem durchmachst, er hatte schon das Problem gekostet. Er hat das Problem zu eigen gemacht. Bevor die Krankheit erschienen ist, er wurde zur Krankheit. Bevor die Armut aufgetaucht ist, er wurde zur Armut. Das bedeutet, wenn ich ihn betrachte, dass er der Erste ist. Er hat als Erstes das alles aufgenommen, dass ich nicht mehr das tun brauche, dann geht es mir gut. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, er hat mich da rausgeholt. Er war der Erste. Er war derjenige, der alles auf sich genommen hat und nicht nur aufgenommen. Und er hat das alles zerstört. Warum? Damit ich sein Leben habe. Und es ist wichtig für mich zu sehen, nun, er hat mich durch seine Auferstehung zur Einheit, zur Beziehung mit sich selbst gebracht. Und wenn ich die Beziehung wahrnehme und da drin wandle, was wurde geschehen? Das heißt, mein Leben wird genauso wie seins sein, nämlich eine Erweiterung von Gott auf Erden. Amen. Amen. The word that God have sent, Gottes Wort, was gesandt wurde, Christ that has come to us, Christus, der zu uns gekommen ist, hasn't returned void. Er ist nicht zurückgegangen und zwar leer. He came into the world, er kam in die Welt hinein and he returned, und er kehrte zurück not void. Und zwar nicht leer. With us. Sondern mit uns. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Amen. This is so powerful. Und genau das ist so kraftvoll. That today, dass heute, we are in God. Sind wir in Gott. We are with God. Wir sind bei Gott. Everywhere we can go. Und überall, wo wir hingehen können, we are in him. Sind wir in ihm. That's why Paul met the pagans. Und deshalb hat Paulus wirklich Götzendiener getroffen. At 17. Das finden wir in Apostelgeschichte 17. A scandalous scripture. Also wirklich eine skandalöse Schrift. He met pagans that were worship idols. Er hat Menschen getroffen, die Götzen gedient haben. And he said to them, und er sprach zu ihnen. In him, in ihm you live. Lebt ihr.
In him, in ihm, you move. Bewegt ihr euch. In him, und in ihm, you have your being. Habt ihr euer Dasein. He wasn't speaking to Christian. Er hat nicht zu Christen gesprochen. When you understand the scripture, wenn du die Schrift begreifst, you set free. Was geschieht mit dir, dann bist du frei. And of course, you need to understand that. You're confronted with people who still hold on to carnal mind, so they may not understand you. Und deswegen ist es wichtig, auch zusätzlich für sich zu begreifen, man hat mit Menschen zu tun, die aber die in der fleischlichen Gesinnung noch wandeln. Menschen, die die Schrift nicht so begreifen wie ein. Also ist es wichtig, zu lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Amen. Amen. It doesn't mean you tolerate evil. It doesn't mean you fellowship with evil. It doesn't mean that you accept evil. It doesn't mean that you agree with that which is evil, with that which is carnal. No, no, no. It simply means that you have been elevated beyond that realm. You are no more contaminated with all those things. You see from another perspective. You speak from another perspective. And when you're speaking, you're bringing healing, you're bringing salvation, you're bringing love unto the people so that they also will arise away from their carnality and walk into their purpose and into their destiny. This is what the sons of God are. Amen. We are here to manifest so that the world may see the first fruit of the dead being manifested so that they also can walk out of death and embrace their true identity. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Das bedeutet, auch wenn wir mit Menschen mit fleischlicher Gesinnung zu tun haben, heißt nicht, dass wir nun mit dem Bösen wieder abgeben müssen. Heißt nicht, dass wir, naja, wir wollen sie ja so für Christus gewinnen, also müssen wir genau das tun, was sie tun und so reden wie sie. Nein, wir stechen hervor. Nämlich, wir heben uns hervor. Denn warum? Christus hat uns rausgeholt aus dem Toten. Er hat uns sein Leben geschenkt. Das heißt, unser Umgang mit Menschen mit fleischlicher Gesinnung ist, dass wir von der Perspektive, von der Gesinnung Christi sprechen, von der Gesinnung Christi handeln und Entscheidungen treffen. Denn warum? So sind wir ihnen Licht. Und sie sind in der Lage, ihr wirkliches Selbst zu sehen. So wie die Schrift sagt. So sind sie in der Lage, die Manifestationen der Söhne Gottes zu erblicken. Sie sind in der Lage, das zu erkennen, was es heißt, Christ zu sein, entsprechend Christus und nicht entsprechend der Religion. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man so lebt, und zwar hervorgehoben, wie der Herr einen gebracht hat. Was tun die? Sie fangen an zu überlegen und auch zu sehen. Und sagen, aha, wenn er so ist, dann bin ich das auch. Also sprich, man ist ermutigt, aus dem Tod, aus ihrer Misere, aus ihrer Art und Weise rauszukommen, damit Christus durch sie genauso leuchtet für andere. Halleluja. Amen. Thank you, Father. Danke, Vater. The Lord is here. Der Herr ist anwesend. That we may experience complete health. Damit wir komplette Gesundheit erleben. It begins with a change of perspective. Das fängt mit der Änderung des Blickwinkels an. When I am conscious of lack, also wenn mir des Mangels bewusst ist, I become anxious. Was geschieht mit mir? Dann werde ich aufgeregt. Und zwar, da bin ich in Aufregung. I become envious. Da fange ich an, nun neidisch zu sein. I become jealous. So werde ich nun eifersüchtig. Now, if I am conscious of lack, doch wenn mir des Mangels bewusst ist, because he says there is no lack, denn er sagt, es gibt keinen Mangel. So is my consciousness a problem? Also das Problem ist mein Bewusstsein. And see what he birthed through me. Und dann schau dir mal die Resultate meines Bewusstseins an, und zwar durch mich. Bitterness, ja, Bitterkeit, jealousy, ja, Eifersucht, envy, ja, Neid. Because I start somewhere. Warum? Weil ich irgendwo angefangen habe. I become conscious that I don't have. Ja, denn mir wurde plötzlich bewusst, ach, mir mangelt es, mir fehlt was. I choose the word very carefully. Ich habe dieses Wort ausgewählt. I become conscious. Nämlich mir ist bewusst. Not that I discover that physically I don't have, because physically you don't have everything. We're talking about your consciousness.
Everything is about our consciousness. Life flows from your consciousness. What are you conscious of? You know, that is the problem with the elder brother and the prodigal son. You know, he came at the end and he said to the father, but I have been with you all this while. But look at this one who took your things and he went to, he engaged himself in a prodigal life, and now you have celebrated him and you've given him all this great honor. And what did God says? What did the father says unto the son? He says, you are always with me and all that I have, it is yours. He never knew that. Mm-hmm. He never knew that even though he was walking in his father's house, all that the father has is his. Amen. That is our problem. We're not conscious that all that God has, all that God has made available for himself, he has also made available to us. When you walk in that consciousness, you close the door to sin. You close the door to sickness. You close the door to bitterness. You close the door to envy. You begin to live with the mind of Christ. Amen. Amen. Not the mind of carnal. Amen. Hier ist es wichtig auch zu sehen, warum ich meine Worte genau ausgewählt habe. Nämlich mir ist bewusst, dass mir bestimmte Dinge fehlen. Es geht nicht darum, dass ich geguckt habe und sage, okay, ja gut, Tomaten habe ich nicht, Chili habe ich nicht. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht um das, was ich körperlich gesehen habe, sondern ich habe mir bewusst gemacht, aha, mir fehlt etwas. Denn warum? Leben fließt aus dem Bewusstsein. Genauso wie Tod. Und deshalb ist es wichtig auch zu sehen, dass wenn man das Beispiel vom verlorenen Sohn nimmt, ja, wir nehmen mal den ältesten Bruder, der stellt ja viele dar. So, der Punkt aber ist von diesem älteren Bruder, er hat gemeckert. Ja, ich habe gedient, Vater. Ich habe das gemacht, ich habe jenes gemacht. Ja, aber guck mal, derjenige, der dein Leben verschwendet hat, den feierst du. Ja, und was war die Antwort des Vaters auf diese Anschuldigung? Nämlich, du warst alle Zeit bei mir. Nämlich, was mir gehört, gehört dir. Ja, bloß der ältere Bruder wusste das nicht. Warum nicht? Ja, ich kann es nur vermuten, denn es geht ja um sein Bewusstsein. Wenn ich dem Vater diene, dann werde ich anerkannt. Anstatt, wenn ich in der Beziehung mit meinem Vater bin, alles, was ihm gehört, gehört mir. Halleluja. Amen. So what is actually the message that I'm bringing today? Also welche Botschaft bringe ich uns heute? Be conscious of your health. Und zwar sei dir Gesundheit bewusst. Be conscious that you're healthy. Sei dir einfach, mach es dir bewusst, dass du gesund bist. He sent his word. Denn er sandte sein Wort. That you may be conscious. Damit du dir das bewusst machst. That you are whole. Dass du ganz bist. Amen. Amen. By his stripes, durch seine Wunden we are healed. Sind wir geheilt. So our consciousness, also unser Bewusstsein is healing. Ist Heilung. Is health. Ist Gesundheit. That is who we are. Genau der sind wir. Amen. Amen. So where is sickness? Also wo ist die Krankheit? In the carnal mind. Die gibt es nur in der fleischlichen Gesinnung. Write this. Don't forget that. Also schreib's dir nieder. Ich sag's mal, schreib's hinter den Ohren. Sickness is in the carnal mind. Krankheit gibt es in der fleischlichen Gesinnung. When you mortify the carnal mind, wenn du dich scheidest von der fleischlichen Gesinnung, by the power of the Spirit, und zwar durch die Kraft des Geistes, you begin to see from the spirit perspective, was geschieht dir? Du fängst an, aus dem Geistlichen zu sehen. You agree with what Jesus says, ja? Also du stimmst zu mit dem, was Jesus aussagt. Be perfect, nämlich sei vollkommen, as my Father in heaven is perfect. So wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Perfection is not from the outside. Also Vollkommenheit fängt nicht äußerlich an. Perfection simply means wanting nothing. Ja, Vollkommenheit heißt, es mangelt mir nichts. Amen. Amen. I'm conscious, I have everything. Ich mache mir bewusst, dass ich alles habe. Glory be to God. Ehre sei Gott. And when you walk with that consciousness, und wenn du mit diesem Bewusstsein auf Erden wanderst, there's no other means by which, you know, it can be prevented from being manifested. Dann gibt es keine andere Möglichkeit, dass die Manifestation
von deinem Leben als Christus verhindert werden kann. Thank you, Lord Jesus.